Oh, meine vorletzte Schaufel ist gleich zu Ende. Oha. Moment. Aber ich habe da noch eine. So. Aber ja, dann latschen wir mal ins Lager und machen... Ja, mal gucken, auf welcher Seite ich mich befinde. Ah, hier bin ich, okay. Ah, dann, warte mal, ich lege hier mal den Boden aus. Das sieht ja nicht aus, wenn hier so ein Loch ist. Ja, genau, genau. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie viel ich da hatte. So, die Schaufel ist kaputt. Okay, das heißt, ab ins Lager? Ja, würde ich sagen. Moment, ich mache das eben noch fertig. Das mit diesen geraden Kanten da, das ist überzeugend. Aber das auch noch eben. Jetzt muss ich nochmal zählen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, dann lass uns mal ins Lager laufen. Ja, ich muss ein bisschen was in den... Achso, die Kisten... Ne, ich schmeiß das hier erstmal. Ne, wir könnten schon was... Ja, nee, lassen wir das hier. Hast du schon explizite... Ne, wir brauchen die Erde, brauchen wir später auch nochmal hier. Und, ja. Das sind alles Rohstoffe, die wir hier noch brauchen. Wir können das alles hier lassen. Und wenn wir keinen Platz mehr in den Kisten haben, dann bauen wir einfach neue, ne? Ist doch ganz einfach. So, das lasse ich nochmal alles... Ja, das kann ich aber auch hier reinpacken. Okay. Los, auf geht's zum Lager. Folge dir. Ja. Ich habe übrigens ein neues Thema. Ist mir gerade eingefallen. Ich habe gestern ein paar Videos gesehen über... über junge Damen, die sich so zurichten, dass sie aussehen wie ein Anime-Mädchen. Ach du Schreck, ja. Ja, diese japanischen Comic-Figuren da. Und das war da, also so als Beispiel von einer Russin, die, keine Ahnung, so Anfang 20 oder so war die. Und die hat so solche Sachen angezogen und sich so, Kontaktlinsen eingesetzt, die riesengroß sind. Und so hingeschminkt, dass die Augen eben so groß sind. Ey, das sieht scheiße aus. Also ich meine, es ist schon einigermaßen gut getroffen, dass sie so aussieht dann wie so ein Anime-Mädchen, aber... Ja, aber das sieht schrecklich aus. Und aber es gibt ja Menschen, die da auch keinen Halt mehr sehen und dann noch weitermachen und sich operieren lassen, Gesicht operieren und sowas. Ja, das hatte die auch vor. Ja, das geht dann, also das nimmt schon wirklich dann pathogene Züge an, muss man so sagen. Ja. Also, ich meine, ich finde es ja gut, wenn sich jemand für eine Sache begeistert und engagiert und so weiter, aber sowas dann, ey, also wirklich, nee, alles was recht ist, aber... Ja, das ist dann wirklich so doll. So, schnell was essen. Werkzeug, oh ja, hier haben wir noch Eisen... Jetzt müssen wir uns mal eben, was brauchst du alles an Werkzeug? Jede Menge. Aber das wäre, glaube ich, das Einfachste, wenn du Eisen mitnimmst in rohen Mengen. Stimmt. Und ja, genau. Dann bauen wir das vor Ort. Sticks können wir jederzeit vor Ort machen. Ja, dann hau ich hier wieder rein. Du hast das Eisen jetzt gerade. Ich habe einmal 47 Eisen. Und ja, genau. Mehr habe ich nicht. Mehr hast du nicht. Insgesamt nicht? Ja. Ups. Na dann. Also wenn das alle ist, dann müssen wir auf Eisentour gehen. Wollte gerade sagen, das wird dann oder schon mit Steinwerkzeug weitermachen. Hast du denn schon mal eine Mine auf Diamantenhöhe? Diamantenlevel irgendwo? Dass man da vielleicht mal was sucht? Ja, habe ich, aber ja, das ist ziemlich aufwendig. Wir müssen uns jetzt gleich ins Bett legen. Ja, ich sehe schon kommen. Ja. Heller ziehen. Übrigens, hier ist das blaue Schaf. Ja, und das hellblaue ist hier. Ja, ich sehe es schon. Das wäre klasse, wenn man die noch tamen könnte, dass man die irgendwo abstellen kann oder so. Oder reiten. Ja, Schweinesattel gibt's ja schon. Die gibt's schon länger, weil ich weiß. Ja, die gibt's schon seit, ich glaube, seit der Alpha. Aber ich habe da nie so richtig Sinn drin gesehen. Ich hab's auch nie versucht, muss ich sagen. Ich hab's auch noch nicht versucht. Das ist eine Sache, die ich schon seit Anfang des Let's Plays mal machen wollte. Ich kam aber noch nie dazu. Kann man sich die Sattel mittlerweile selbst herstellen? Denn früher war das so, dass man die nur finden konnte in Dungeons. Das, glaube ich, ist immer noch so. Also, das weiß ich jetzt aber nicht. Also, ich habe 2 Sättel, die muss ich dann mal irgendwo gefunden haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal selbst einen gebastelt habe. Ach, ich bin schon wieder am Verhungern. Ja, ich bin am Verhungern und wundere mich gerade, dass ich nicht mehr laufen kann. Ach so. Oh, da ist eine Hexe. Oh, meine. Wo denn, wo denn? Da oben auf dem Hügel. Ah, jetzt hat sie mich gesehen. Ja, meine. Hey, daneben. Ja, komm. 10. Oh, die ist aber zäh, ne? Die ist aber hartnäckig. Ja. So, da kommt schon ein Zombie. Oh, so. Und da ist ein Creeper. Oh ja, da ist ein Creeper, da ist ein Creeper. Los, locken wir ihn. Ja, wunderbar. Lass uns mal gleich mal explodieren hier. Da darfst du explodieren. Oh, Mist. Hast du den Platz gemacht? Ja, leider. Der letzte Schlag war zu viel. Sonst hätte ich da hinten die ganze Ecke frei gehabt schon. Das wäre klasse gewesen. Man kann nicht alles haben. Ja, okay. Am nächsten Mal. Vielleicht kommt ja noch einer irgendwo hier. Ja, solange nicht diese nervigen Skelette kommen. Die nerven wirklich. Wir können die ruhig zum Arbeiten einsetzen, aber ich glaube, hier ist keins mehr. Auch da unten ist immer noch dieses Schaf hier. Das ist da schon seit ewigen Zeiten da. Wollen wir das mal befreien, das arme? Oh Gott, naja, ja. Da hier geht's ja tief runter. Ich würde ja zu gerne mal da... doch mal... So. Machen wir einfach gleich mal zu hier. Jetzt weiß ich ja nur nicht die Höhe. Ich glaube, ich werde nie wieder rauskommen hier, aber ich versuch's einfach. Ja, du kannst dich einfach hochbauen. Ah, hier sind... Natürlich ja Eisen. Hm, glaube ich nicht, denn da drin war ich schon mal und habe alles an Eisen abgebaut. Ah, ich sehe schon. Okay. Da müssen auch Fackeln sein irgendwo. Ja, ja, hier ist alles ausgeleuchtet. Mhm. Strip Mining müsste man machen. So, jetzt mache ich hier mal zu. Oh, okay. Ja, wirklich ganz gut ausgeleuchtet. Ah, da ist ein Skelett. Und das, glaube ich, habe ich gesehen. Dann werde ich mich mal wieder hochbauen zu dir. Los. Wollten wir nicht eigentlich ins Bett gehen? Ja, kann das sein, ja. Und dann haben wir den Creeper gesehen. Und haben wieder die Zeit vergessen. Ja, so viel zur Aufmerksamkeit. Wo bist du denn gerade jetzt? Bist du immer noch da unten? Ich baue mich gerade wieder hoch. Ich bin gerade dabei, das hier alles zuzumachen. Genau, wir müssen das ja sowieso zumachen hier. Das sehe ich aber nicht. Ja, ich weiß jetzt. Habe ich schon zugemacht über dir? Nee, ich bin. Ach nee, ich bin bloß hier. Oh. Ja. Auch dann. Du hast über mir zugemacht, das macht mir aber gar nichts. Ja, dann mach ihn wieder auf oder geh woanders hin. Genau. Oh, solange ich nicht wieder runterfalle hier. Ja, ja. Ah ja, okay. Ja, so, keine Erde mehr. Oh, das ist keine Erde mehr? Das ist doch unglaublich. Aber guck mal, da ist noch Kies. Ja, lassen wir es da drin. Ja, Kies brauchst du noch einiges, ne? Ja, aber ich habe halt noch vieles und ich habe auch einen Kies-Tagebau gefunden. Ah, okay. Also ich meine, das ist weit, um da hinzukommen, aber man kommt hin. Aber noch habe ich ja Kies hier. Oh, so, wir wollten hinten bei dem Zaun weitermachen, genau. Ja, funktioniert eigentlich bei Kies und Sandabbau, funktioniert ja noch der Fackeltrick eigentlich? Der müsste funktionieren, ja. Weiß ich aber jetzt nicht mehr. Da macht sich ja eine Kieshöhle eigentlich immer besser, ne? Dass man, oder ich habe das noch nicht ausprobiert. Soweit ich mich erinnern kann. Wie viel haben wir da jetzt da schon? Leuchte jetzt erstmal die Gegend hier aus. 1, 2, 3, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ein bisschen unterfüttern mit Erde. Oh, hier ist es aber ziemlich dunkel. Ja, ich bin gerade... Oh, Hexe! Oh, Hilfe, mich hat's erwischt. Wo denn? Direkt hinter mir gespawnt hier und dann... Ach, da ist die Hexe, ich sehe sie. Etwas vergiftet gerade. Desorientiert. So, ich hab 2 Glasflaschen. No, die kann man doch brauchen. Ja. Ich kann mir jetzt hier einen Braustand bauen. Genau, du hast ja 2 Lohn, ne? Genau. Und das werde ich auch irgendwann so demnächst anfangen. Daran bemerkt man übrigens den aufmerksamen Let's Play-Gucker. Ach so, ja. Sehr gut. Upsa. Oh, das war ein Creeper. Ja, das war ich. Ein wenig. Wir räumen gerade hier im Wald auf. Ja. Was wollte ich jetzt fragen? Wie nennt man so ein Haus, wo jemand drin wohnt, der so Tränke braut? Das sagst du was, ja. Brauerei, ne? Ist das eigentlich, ne? Oder? Nein, ich meine kein Bier brauen, sondern so... Ach, Alchemist, meinst du? Alchemist. Ah, Alchemist. Eine Alchemistenhütte, genau. Eine Alchemistenhütte will ich bauen. Oh. Hinter dem Färbergarten. Jetzt drin oder draußen vom Zaun? Ach ja, du bist drin. Draußen. Nee, drin. Nee, wir sind drin jetzt hier. Mal gucken, welche Seite ich abbauen muss, deswegen. Ja. Mal so ein bisschen roden, dann hat man doch ein bisschen mehr Übersicht hier. Oh ja, ziemlich dunkel, aber... Ach, ja, ich glaube, man sieht genug. Ich habe ja schon ein paar Fackeln ausgelegt. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. So, also bald dürften wir hier fertig sein. Ja, 100 mal 100 hast du gesagt, ne? Ja, 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 ich gucke gerade mal. Oh, ich glaube, wir sind sogar schon zu weit. Das ist 1, 2... Vermute ich nämlich auch. 3, 4, 5. Ja, genau. Also der Baum hier muss wieder weg. Oh, und ich habe keine Erde mehr. Doch, hier ist noch was. Oh, Apfel. Einer. 100 mal 100. Dann muss da der Zaun weitergehen. 10, genau. Moment. Da, 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 da. Okay, so. Aber der Baum kann weg hier, ne? Der große. Der, ja, der links von dir, ja, der kann weg. Der hier. Ja. So, ja, hier ist so dunkel gerade. Ja, ich habe die Fackel kaputt gemacht. Die war da, wo ich Erde hinsetzen musste. Soll man nicht machen, wenn man hier mit der Axt hantiert. Das ist gefährlich, sowas. Ja, ja. Und du noch direkt neben mir stehst. Das Friendly Fire aus ist. Ach, da vorne ist ein Skelett, ja. Ja, hinter mir gerade krummeln hier, ja. Moment, ich kann es mit der Mauer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, genau da. Okay, es wird langsam Tag. Ah, sehr schön. Zack, so, da haben wir schon das erste wieder. Oh ja, gut machst du das. Aua. Wer macht denn sowas? Ja. Hinterm Zaun. Hinter dem Zaun? Ja, der Mauer hier. Ja, hier, genau vor Kopf. Ich sehe nix. Hier. Ach da, ah, Moment. Zack. So, den hätten wir. Ja, Pfeile und Knochenmehl ist immer wieder gut. Moment, ich muss mich erst da durchkämpfen. Ja, Pfeile sind ganz lustig für diese Dispenser, da kann man ja dann automatische Schussanlagen mit basteln. Ja. Aber macht aber eigentlich keinen größeren Sinn, wirklich. Habe ich noch nicht gemacht. So, Skelett, du bist jetzt tot. So, jetzt, wo geht's? Aha, hier. Schaf, du musst jetzt mal hier raus, weil du da nicht in den Garten sollst. Aber es geht von alleine schon. Sehr gut. Moment, jetzt muss ich erstmal hier an der Mauer weitermachen. Hattest du eigentlich schon Hunde hier in der Let's Play-Welt? Oder Wölfe? Ja, Wölfe habe ich. Ah. Und die sind da in der Nähe von Oberkleinwieselberg. Da gibt es welche. Und ich habe auch mal versucht, einen Hund zu oder einen Wolf zu zähmen, aber das hat nicht geklappt und das lag daran. Oh, jetzt habe ich aber wirklich keine Erde mehr. Aber hier ist jede Menge gerade. Kannst du welche haben? Ja, oh, ich kann aber auch hier was abbauen. Moment mal, ich muss nur auf der richtigen Ebene abbauen. Muss das sowieso gemacht werden. Also ich habe versucht, einen zu zähmen und habe das mit Zombiefleisch gemacht. Ach so, oder das klappt nicht. Ja. Ja, genau, das klappt nicht. Das muss man mit einem Knochen machen. Mit dem Zombiefleisch kannst du die wieder heilen. Also dann heilen? Ja, da kannst du deine getamten Hunde mit heilen. Ach, wenn die mal verletzt wurden. Genau, das siehst du an der Schwanzstellung. Wenn der Schwanz so nach unten zeigt, dann sind die, also dann haben die weniger Lebenspunkte. Ja. Und wenn du denen dann Fleisch gibst, dann geht der Schwanz nach oben. Ah, okay. Das ist mir neu, das wusste ich nicht. Doch, 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 doch. Aber ich habe hier noch keinen Wolf gesehen und sonst hätte ich vielleicht schon mal einen getamed, weil ich habe ja schon ein paar Knochen hier. Ja, hier sind auch keine. Und die sind Katzen, hattest du sowas schon mal da? Ja, Ocelots, habe ich auch gesehen, die gibt's aber nur im Dschungel. Ja, ja, ja. Ja, ich habe einen Dschungel entdeckt, das ist weiter im Süden noch. Da bin ich ja mal, ich glaube, es war zur Folge 400. Denn es geht ja das Gerücht um, dass getamte Ozelotte, also diese Hauskatzen, dann dass Creeper davor Angst haben und fliehen. Ja, das stimmt auch. Man ja direkt mal einsetzen können. So. Aber ich habe es selbst noch nicht ausprobiert. Dann könnte man sich ja schon mal so ein, zwei Katzen vor den Eingang deiner Behausung abstellen. Und, ja, wenn die da bleiben, da gibt es auch immer so Schwierigkeiten, habe ich gesehen. Ja, die auch mit den Hunden. Die glitschen ganz gerne mal, ne? Ja, genau. Oder die, denn irgendwie, wenn du angegriffen wirst, ja.